Dank an die Seebrücke, dass Sie das hier möglich gemacht haben. Vielen Dank, dass Sie alle mit uns da seid. Das sieht super von hier oben aus. Vielen Dank, dass ihr alle da seid. Hallo, wir sind Jana, Till und Christian von SOS Mediterranee. Im Juni wurde die Aquarius mit mehr als 600 geretteten Menschen an Bord zu einer mehrtägigen Irrfahrt über das Mittelmeer gezwungen. Weder Italien noch Malta wollten uns einen sicheren Hafen zuweisen. Es war das erste Mal, dass sich die italienischen Behörden, die seit 2,5 Jahren unsere Rettungseinsätze im Mittelmeer zwischen Italien und Libyen koordinieren, weigerten, uns einen sicheren Hafen zuzuweisen. Und das tun sie jetzt immer noch. Wir dürfen da nicht mehr zum Tanken hin. Nach Tagen des Wartens erklärte sich schließlich Spanien bereit, die 630 Geflüchteten aufzunehmen. Das waren mehr als 1000 Seemeilen durch hohe See, viele, viele Tage, die das Schiff unnötig durch das Mittelmeer geschippert ist, während es dringend vor der libyschen Küste gebraucht worden wäre. Es wurde viel über die Aquarius gesprochen. Die Stimmen der Menschen, die an Bord waren, wurden dabei viel zu wenig gehört. Wir wollen unseren Redebeitrag heute deshalb auch dazu nutzen, zwei Stimmen von der Aquarius sicht- und hörbar zu machen, von einem Rettungsteammitglied und einem Geflüchteten. Ich spreche jetzt für Max, Rettungsteammitglied aus Irland. Im Dunkeln bricht das Schlauchboot auseinander. 50 Menschen schreien um ihr Leben. Sie befinden sich im Wasser, ohne Rettungswesten. 70 oder mehr sind in Gefahr. Wellen rollen von allen Seiten heran. Das Rettungsschiff ist über eine Meile entfernt. Eines unserer eigenen Schlauchboote, das als Rettungsinsel herhalten muss, bremst ab. Menschen klemmen sich gegenseitig auf dem Wrack ein. Ich schaffe es, treibende Menschen zu greifen. Die Rettungswesten gehen zur Neige. Ich bemerke einen Mann unter Wasser. Meine Finger berühren sein Haar, sein Shirt. Dann haben wir ihn, Wiederbelebung. Ziehen noch mehr Menschen aus dem Wasser. Begraben den Sanitäter fast unter ihnen. Werfen Rettungswesten. Unser Boot ist voll. Als das Schlauchboot vollständig auseinanderbricht, nehmen wir die Rettungswesten derer, die schon an Bord sind, und werfen sie zur nächstbesten Person. Wir versuchen uns langsam wegzubewegen, doch Menschen halten sich an uns fest. Wir halten die Menschen über Wasser. Das nächste Boot kommt an und wird beinahe überrannt. Zurück zu Aquarius, um den einen Mann, der fast ertrunken wäre, an Bord zu bringen. Schnappen wir uns den Sanitäter mit mehr Rettungswesten und noch schneller rasen wir durch die Dunkelheit. 5 Stunden lang. Das war mein Job vor 5 Tagen. Als die Sonne aufging, hatten wir 629 Menschen an Bord. Menschen von anderen Schiffen auf die Aquarius gebracht und die Menschen, die wir in der Nacht selbst gerettet hatten. Mehr als die Hälfte der Menschen wurde von der italienischen Küstenwache gerettet und von uns an Bord genommen. Dann mussten wir tagelang warten, stillstehen in der Hitze. Die Lebensmittelvorräte wurden knapp, die Menschen wurden ängstlich, besorgt. Einer schwört, ich springe. Und jetzt werden wir nach Spanien gesendet. Stellt euch das vor. Die Menschen, die gerettet wurden, werden auf 2 Boote der Regierung, die genau das gleiche Gebiet wie wir kontrollieren, aufgeteilt. 3 Rettungsschiffe. Als wäre es nicht schon bescheuert genug, ein Rettungsschiff wie unseres aus dem tödlichsten Seegebiet der Welt abzuziehen. Doch damit hört es nicht auf. Am nächsten Tag bringt ein anderes Schiff der italienischen Küstenwache 900 Menschen nach Italien. Es ist sogar das Schwesterschiff der beiden Schiffe, die nun im Konvoi mit uns nach Spanien fahren. Die gesamte Aktion ist politisch motiviert. Und es wird noch schlimmer. Der Küstenabschnitt, den wir befahren, ist stürmisch. Letzte Nacht waren die Wellen 4 Meter hoch, überfluteten das Deck und die Krankenschwestern mussten Müttern die Spucktüten halten, während diese ihre Kinder stillten. Diese Menschen sind gerade mit dem Leben davongekommen. Ich wünschte, ihr könntet mit diesem einen Typ reden. Er hat einen Angehörigen verloren, einen Schiffbruch überlebt, wurde auf die Aquarius gezerrt, wird tagelang auf diesem Schiff im Ungewissen gelassen, muss sich übergeben, als der Sturm uns erreicht, fragt mich nach einem Stift, um die Crocs, die er von uns bekommen hat, anzumalen. Er ist freundlich und höflich mir gegenüber, fragt mich sogar, wie es mir geht. Und dann fragt er mich, warum das gerade passiert. Ich antworte, weil es schreckliche Menschen auf der Welt gibt. Dieses Schiff, die Aquarius, ist darauf spezialisiert, Menschen, die sonst sterben würden, zu retten. Ich will dort sein, wo wir gebraucht werden und nicht auf diesem wahnwitzigen Ego-Trip. Das menschliche Leben ist doch heilig.